Und damit willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, ich bin hier immer noch am Rätsel, was ich machen kann. Und die Grube hier aus Wasser macht mir schaffen. Und zu schaffen. Wenn du jedes Mal, wenn ich den Schneeball da runterwerfe, wollte er in diese Grube rein. Dann Schneeball reinmache. So eine Plattform. Das wird doch nicht aushalten, oder? Herein. Was sagt? Könnte das vielleicht die Lösung sein? Wir testen es mal. Jedenfalls erstmal davon aus, dass wir da diese Schneebälle verwenden. Da irgendeine Weise aufzukriegen. Ja. Schneebälle sind, nachdem ich halt beendet hatte und gestartet habe, neu respawned. Hey, ernsthaft? Okay. Gut, ja. So, macht meine Tür auf. Immer freundlich mit dem Schneeball ran. Also Leute, Schneeballschlacht! Ja, nee. Haben wir den Stein? Kann ich da... Wow. War riesen. Das arme Schild, ey, es gibt sowas von. Ich habe von kaputt. Guck. Oh, Schrein. Und guck mal da hinten, was wir da haben. Oh. Um wie viel wollen wir wetten, dass das denn ein Bock ist? Machen wir diese Knochen auch. Cool, wenn ich so schwimme. Egal. Gucken wir einfach mal, was wir denn jetzt hier. Nettes, die. Sollte mir hier so wenig wie passieren. Bock. Ach, geil. Ah, folgt ihm mal. Ja. Da oben. Jetzt hin. Da. Meine Güte. Ja, ja. Jetzt? Hallo? Blättert? Ich will doch nicht wissen, was... ist. Irgendwie... gigantisch. Ich wusste doch, dass es ein Krog ist. Ha! Und du hast mich entdeckt. 25 Krogsamen schon. 20 von wie? So. Wahrscheinlich auch die andere Tür offen. Die wir auch schon mal entdeckt hatten, aber bei dem einen Berg. Nochmal finden. Sollte aber, denke ich mal, kein Problem sein. Ja, gucken wir uns mal, was in Takumo-Schrein, wie er hieß, erwartet. Takumo. Jedenfalls Kumo. Okay, wir haben 60 Krog-Samen von 800. 909. Tokumo. So, mal gucken. Was hat der Tokumo uns zu. Muss Segen. Ein Königszweig hinter mit Haltbarkeit. Na super. Wieder was wegwerfen.
Königs Zweihänder mit Haltbarkeit. Der hat hier. Königs Schwert, Schatzgipfel. Wächterschwert. Wächteraxt. Elektrolanze. Könnte ich vielleicht auch mal gebrauchen. Der Heldenbart. Ich weiß immer nicht, was Gnadenstoß. Werfen das Königsschwert. Ich wollte zwar einen Zweihänder wegwerfen, aber egal. Königs Zweihänder. Meine Güte, bei denen halt. Damit haben wir schon den Tokumo-Schrein abgeschlossen. Also das davor war sozusagen die Aufgabe und jetzt haben wir im Endeffekt eigentlich geschafft. Und ich stelle gerade was anderes noch fest. Wenn der Sound gerade nicht passt, dann bitte ich das zu entschuldigen. So. Moment. So, jetzt sollte er jedenfalls die Sounds immer erkennen. Jetzt klinge ich auch nicht mehr ganz so abgehackt, aber jetzt hört man wahrscheinlich wieder alles. Selbst wenn ich ein bisschen atme. Ja, man hört alles. Ach man, ich und meine groben Voreinstellungen und das mit dem Spiel, ne? So, das denke ich mal reicht. Gut, jetzt wollte ich... Den Schrein schon? Ne, den habe ich auch noch nicht. Den muss ich auch noch hin. Oh, verdammt. Holen wir uns erstmal den Schrein, bevor wir uns den anderen holen. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder hoch. Ist ja noch schlimmer. Wo ist die Musik hin? Hm. Finde ich komisch. So. Ich hoffe, ihr könnt mich jedenfalls noch gut verstehen. Ich habe jetzt das hier den Sound ein bisschen lauter gemacht auch von dem Spiel. Ja, ich habe natürlich zur Kenntnis genommen, dass angeblich der Sound zu leise wäre. Ich finde es zwar eigentlich so gesehen in Ordnung, aber gut, ich habe es jetzt lauter gemacht. Ich hoffe, das passt jetzt und dann gibt es keine groben Beschwerden mehr. So, und jetzt muss ich da hoch. Und ich habe nur noch einmal diese Fähigkeit. Na geil. Muss die aber auch gut einsetzen, ne? So elendig hoch. Ach, komm schon. Jetzt soll ich mich hier lassen, ne? Ach, naja, egal. Ab nach da oben. Ich weiß, das ist das Schlümpfenlied. Was hat das bei Zelda zu suchen? Legend of Zelda. Aber hey, wenn es hier Krog gibt, gibt es hier auch Schlümpfe. Genau, da will ich hin. Hier nach außen entlang und dann darüber. Da war nicht schon wieder eine Frostlibelle und ich krieg die schon wieder nicht. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ich an so eine blöde Frostlibelle rankomme. Der Flug hat auch gerade nicht funktioniert. Voll doof. Oh, Wölfchen. Danke für das Luxusfilm. So. Gehen wir mal rüber. Irgendwie hinten ist ja der Schrein. Irgendwo da. Na, komm rüber. Der hätte so ein gutes Steak abgegeben. Naja, egal. Oh, er kam wieder. Das nennt man Edelwild. Den Schrein habe ich. Gehen wir mal nach oben. Hört ihr halt auch jedes Husten, ne? Wo ist er denn? Ich suche. Ah, da ist er ja. Ernsthaft, Wölfchen? Will ich jetzt ernsthaft angreifen?
Ja, komm her. Mag es nicht, wenn man um mich herumschlängelt. Keine Schlange. Ich sehe dich trotzdem. Da. Da unten sind auch noch ein paar Kreaturen. Ist mir alles egal. Ich flieg schön drüber weg. Da hinten ist der Schrein und dann haben wir doch auch schon den nächsten. Mal schön fallen lassen. Oh, halt. Moment, was? Danke. Ernsthaft? Noch so einen. Wo ist er? Da bist du. Warte. Nein, jetzt kommen wir mal rüber hier. Alter, ich beschütze dich. Der hat gesessen. Oh, oh. Oh, Alter. Und weg mit euch. Nein. Und wieder einer. Glaub's nicht. Muss jetzt erstmal hier die alle erledigen. Oh Mann. Darf ich jetzt? Ja? Darf ich jetzt hier weiter? Ja? Danke. Hoffe ich doch, ja? Danke. Ich muss jetzt noch einen weiter. Genau. Ey, jetzt mal im Ernst. Jedenfalls habe ich jetzt auch herausgefunden, obwohl ich nämlich viel rede, wo die ganze Sprache hin ist, weil das lag am Mikrofon. Da fehlten einige Sätze. Die dann einfach nicht rüber übertragen wurden. Also, so, ne? Also. Ia Miu schreien. Ia Miu. Ia Miu. Irgendwie so eine Fertigpackung. So, halt. Ne? wie sagt man dazu? Ja, so Instant Support oder so. Hier am Mew. So wie Ramen oder so. Gibt ja für, auch für Ramen so verschiedene Namen. Miso-Ramen und so weiter. Hier am Mew. Och nein! Was ist das für ein Schrein? Welche Stärke? Jawohl, du kannst mich doch mal. Ich glaub's nicht. Ja, genau, und das. Ja, mhm. Ich hab nicht einen Pfeil, ne? Ach nein. Na komm, wir probieren's mal. Einmal ist kein Mal. Und hey, der ist ja noch schwierig. Meine Güte. Och nein. Ernsthaft, Masterschwert ist kaputt. Sowas kann ich ja jetzt richtig gebrauchen. Okay. Dann legen wir noch eben andere Ausrüstung an. Und dann noch, ein noch irgendwas für. Halt, ich habe noch Hose für Angriff, ne? Brauche ich nur noch die Brust anlegen. Okay.
Komm. Oh oh. Hoch und hoch. Schön. Alter. Oh nein, ich habe nichts gekocht. Das doch, ich habe noch. Oh. Und hoch. Komm. Nein. Ach, komm. Das war so klar. Das ist blöd, wenn das Masterschwert aufgebraucht ist, ne? Aber ich werde es schaffen. Ich habe es vor zu schaffen. Halt. Als allererstes hatte ich, dann das Oberteil, die Hose. Ja, Essen. Essen. Was mache ich jetzt mit Essen? Essen, Essen, Essen. Okay. Hier von ein bisschen was. Gut, damit sollte ich ein bisschen klarkommen. Das würde ich auch gerne überspringen können, aber naja, das kann man leider nicht überspringen. Ich habe leider keine Pfeile, das wäre am angenehmsten. Alter. Oh oh. Und ist die Waffe hin. Waffe hin sei jetzt mal hingestellt. Haltbarkeit. Ne, das da ist. Daneben, ne? Der da ist es. Ja. Alter. Oh. Das gibt's nicht. Ja, genau so will ich's haben. Und. Na, bumm. What? Boah. Mal kurz was essen. Komm. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Mann, tschüss. Was mache ich denn da jetzt am besten? Oh, das funktioniert nicht. Nein. Was? Wie hast du mich da erwischt? Oh oh. Okay. Lass mir es einfach. Leider auch keine Pfeile, ne? Gar nichts in der Richtung. Warum auch? Na komm. Bin ich irgendwann mal übel. Nein. Okay.
Bam. Und von hinten. Nein. Oh, verdammt. Ja, schön, schön raus, okay. Ja, komm. Oh, oh. Hau ihn um. Oh, danke. Ich dachte, schlechter Lanze. Alles, alles schlecht, aber egal. Damit haben wir den Schrein auch geschafft. Die Waffen lasse ich mal jetzt hier liegen. Das ist mir jetzt gerade egal. Wow. Was für eine Hausnummer. Aber ihr seht, mit ein bisschen Konzentration, ein bisschen Geduld, Gucke und so weiter, geht das alles. Was bekomme ich jetzt hier wieder für eine Waffe? Und ich bekomme einen Saphir. Okay, gut. Ich bekomme einen Saphir. Das ist auch... Damit haben wir den nächsten Schrein. Haben wir zwei Schreine wieder in dieser Folge. Das ist sehr schön. Jetzt muss ich diesen anderen Schrein nochmal finden. Mal gucken, wo es da was gibt. Ja. Dienste sind geleistet, das ist schön. Freue ich immer wieder aufs Neue, wenn ich einen Schrein schaffe. Sonst, weil ich jetzt schon wieder zwei Herzen mehr haben kann. Auch irgendwie sehr wichtig, Herzen zu haben. Dann habe ich nur noch jetzt 51. Aus Nummer 51 Steine, ne? Okay, erstmal ziehen wir uns wieder an. Nein, warte mal. Angelegt lassen. Gut. Und dann gehen wir mal wieder dahin. Wo war der? Da war der. Genau, wir teleportieren uns nochmal zu dem Turm. Ich denke mal, das ist jetzt am effektivsten. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Weiß ich nicht. Hm. Ob da jetzt irgendwo noch einer ist? Wenn dann höchstens der direkt am Turm sein. Aber die Frage ist, wo am Turm? Muss halt wieder genau diese Tür finden und die muss ich wahrscheinlich auch so schön aufploppen lassen wie die andere eben gerade. Gucken. Bei dem Haus schon? Ich glaube. Pondos Hütte. Pondo. Hallo, Pondo. Oh. Hallo, Jungspund. Was machst du denn so weit ab von der Zivilisation hier an diesen Hügeln? Ich sag dir was. Mir ist jedes neue Gesicht willkommen und das ganz besonders jetzt. Was sagst du? Bereit für ein kleines Spielchen, das ich mir ausgedacht habe? Schneeballkegeln. Hey, Wii Sports. Yes. Freut mich, freut mich. Umsonst gibt's aber nichts. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Rubinen. Na, was meinst du? Na gut. Was kann man gewinnen? Kann man gewinnen? Was kann man gewinnen? Oh. Na denn, kannst du diesen Schneeball nehmen und räum mal gründlich ab. Den Schneeball kannst du zweimal rollen. Wenn du alle Kegeln beim ersten Versuch abräumst, heißt das alle Zähne. Da musst du schon ein Händchen für haben. Wenn du zwei Versuche dafür abbrauchst, nennt man es abräumen. Ja, was für Grünschnäbel. Oh. Schön, schön. Dann leg mal los. Boah. Mal gucken. Ah. Beinahe. Oh. 8 Kegel. Ja. So knapp. Jetzt leg mal alles weitere in den Wurf. Soll ich jetzt den nächsten Wurf machen? Oh. Jetzt tief durchatmen für den zweiten Wurf. Oh, scheiße. Das war doof. Oh, das war total doof. 0 Kegel. 8 Kegel? Ach ja, so knapp.
Ach, verdammt. Oh. 8 Kegel, nicht schlecht, aber auch nicht gut. Hier ist dein Preis. Ich will hoffen, du machst nochmal mit. Also dann, ja gut, komm. 20 geht nochmal. 20, 8 Stück muss ich abräumen. Aber der Wurf war schon nicht schlecht, der erste. Ich muss nur gucken, ob ich da ein bisschen weiter nach links oder rechts gehe. Oh. Ja, ja, leg mal los. Oder wie genau hier hin? Ich das? Der sieht gut aus, der sieht gut aus, der kommt gut, der kommt gut. Ernsthaft? Einer fehlt. Oh Mann. Also ein bisschen weiter nach rechts. Ach ja, so knapp. Soll nicht so viel labern? Soll mir ja sagen, wie ich den da jetzt wegkriege. Ja, komm. Schön, der ist weg. Ah. Insgesamt 10 Kegel, aber erst mit dem zweiten Wurf. Also geht es als Abräumen. Mach's dich, mein Junge. Ja, ja, danke, danke. Was ist jetzt der Preis? Ich meine, ich habe alle 10 abgeräumt. Oh. 100 Rubine? Aber gerne. Hat der zu viel Geld oder was? Hätte ich gesagt, gut. Alter. Mal gucken, ob das geht. Oh nein, der kommt zu weit rechts. Der kommt zu weit rechts. Leute. Strike. Alle Zähne. Leute, alle Zähne. Oh. Du kegelst ja wie ein alter Hase und ich habe heute die Spendierhose an. Da bekommst du ein tolles Werkzeug. Würde dir gerne geben, aber du trägst schon genug mit dir rum. Nimm stattdessen das hier. Was? Also dann. Ja, ich. Ja. 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 Kann ich jetzt immer 300 verdienen? Oh. Kann ich jetzt immer 300 verdienen? Und. Oh, der sieht. Ich möchte jetzt nur wissen. Ah. Alter. Bisher ist der Text gleich. Oh. Oh, nein, nein, ernst? Wie geil! Nein, nein, ich wollte nicht nochmal. Nein, nichts für mich. Ja, so, definitiv so. Wie krass ist das denn? Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Part. Und ich sage, ich bin euer Truhaut rein. Tschüss.